Im Delphis Diving Center auf Royal Island legt das Personal besonders viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit des Equipments. Der ideale Ort für den Anfängerkurs Open Water Diver. Das weiß auch Adele zu schätzen. Doch bevor die Italienerin mit Tauchlehrer Jörg ins Wasser darf, steht Theoriebüffeln auf dem Stundenplan. Aber sogar das macht in der Atmosphäre der Malediven Spaß. Oder kennen Sie schönere Klassenräume? Anschließend folgen die ersten Trockenübungen, damit unter Wasser auch ja nichts mehr schiefgehen kann. Die Malediven sind der beste Ort, um einen Tauchkurs zu machen, weil die Unterwasserwelt so toll ist, es sehr viele Fische gibt und viele bunte Korallen. Das Wasser ist immer schön warm, so dass es für Anfänger wie mich ideal ist. Nach der trockenen Theorie ist es endlich Zeit für die nasse Praxis. Adele geht das erste Mal mit einer kompletten Tauchausrüstung ins Meer. Auf dem Sandboden kniend wird nun das in den letzten Tagen Erlernte geprüft und angewandt. Das Wasser ist hier maximal 1,5 Meter tief. Sollte Adele unter Wasser Panik bekommen, muss sie nur aufstehen. Aber die Italienerin besteht auch diesen Teil der Ausbildung mit Bravour. Heute ist Adeles großer Tauchtag. Denn endlich geht es mit dem Boot raus aufs offene Meer. Schnell und schon beinahe routiniert ist die Tauchausrüstung angezogen. Der letzte von 5 Tauchgängen des Open Water Diver Tauchkurses führt Adele auf die Maximaltiefe von 18 Metern. Doch auch so weit unten herrscht auf den Malediven klares Wasser mit Sichtweiten bis zu 30 Meter. Ein Tauchgang dauert je nach Kondition bis zu 60 Minuten. Bei Anfängern wird schon mal nach 40 Minuten die Luft knapp. Aber immer noch ausreichend Zeit für ein aufregendes Erlebnis. Bellissimo. Wunderbar. Besser, als ich es erwartet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Es ist eine tolle Erfahrung. Und ich bin glücklich, den Open Water Diver hier gemacht zu haben. Es ist super. Ich bin froh, dass ich meinen ersten Kurs bestanden habe und freue mich jetzt schon auf die nächsten Tauchgänge.